Heilige Mutter. Wir sind wieder in der Küche. Mom, I'm so sorry for everything that's happened to you. I can't do this anymore. Do you know how many times I hid under my bed listening to Dad hurting you? Falling asleep under the bed to the sound of you crying? I hate you for not taking me away from here years ago. I'm running away with my boyfriend and I won't be coming back. I'd be safer living on the streets than I am here, and that's no way for me to live. I'm old enough now to understand that none of this is normal. Maybe we'll see each other again someday, but I never want to see him again. Get help, Mom. I do love you. Love always, Maggie. HDL, das hatten wir in dem ersten Spiel auch. HDL, wir haben überlegt, was heißt denn HDL? Na klar, hab dich lieb. Sie hat sich immer unter dem Bett versteckt, deswegen können wir uns unter dem Bett verstecken. Nein. Och nein. Ganz ehrlich, ich war gerade sehr, sehr zufrieden, dass wir wieder im Zimmer waren. Auch wenn es ein bisschen seltsam war. Ich war gerade sehr, sehr zufrieden. Natürlich haben wir jetzt ganz viele Gegner gesehen und mit der Treppe und alles, das muss ja irgendwie Anschluss finden. Aber ich habe gehofft, dass es doch einfach nur zur Show war. Naja gut, dann... Das Spiel ist ein bisschen... Also ich habe ja eigentlich recht wenig Angst in solchen Spielen. Aber das ist ein bisschen beklemmt. Ich bin froh, hier raus zu sein. Es ist sehr unangenehm, das Spiel zu spielen. Lass mal ein Foto von machen. Ah, jetzt läuft da drüben auch noch irgendwas rum, ne? Ich hab ein zu viel. Oh, hi, hier. Wir können wieder zoomen. Oh, cool. Das ist ja cool. Bildwechsel. Oh, wie ekelhaft, aber cool. Warum baut man sowas ins Spiel ein? Geil. Okay. Vor allem, das könnte wieder unsere Frau sein? Das ist ein Spiegel, ne? Und im Hintergrund... Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube... Das Hochzeitskleid... Lichtscherben, alles ging kaputt. Das war unsere Wohnung, glaube ich. Okay, wir sind durch. Ich komme nicht mehr weg von dem Ding. Ich komme da nicht mehr weg von. Jetzt ging's. Sehr beklemmt. Sag mal, Chat. Mich würde mal interessieren, wie ihr das Spiel findet. 17 Euro. Was sagt ihr dazu? Für 17 Euro ein geiles Game oder nicht? Fuck. Okay, wir können uns wieder verstecken. Ist sie das wieder? Oder war das jetzt jemand anderes? Ich glaube, sie handelt uns wieder, oder? Hunting Mode. Ist sie das? Ich kann eigentlich nicht länger bis als 1 Uhr spielen heute. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch schon fast durch. Da will ich auch nicht aufhören. Sag mal, sitzt sie jetzt über mir auf dem Bett oder warum passiert dir nichts? Herzschlag wird krasser. Steht halt, ich weiß es nicht. Hier steht es wieder im Türrahmen, weißt du? I'm not me. Who are you? I'm loose. Oh nein. Die Tür ging zu, Leute. Bin nicht ich. Wer bist du?
Ich bin verloren. Oh fuck. Tür geht auf. What the fuck ist denn da los? Die ist gerade, hat da, mit der Brücke einfach auf uns zugelaufen, Digga. Hä, was soll ich dagegen machen? Die steht da halt. Ich esse gerade Nicknacks. Die sind schlimmer als Heroin. Ich habe zwar noch nie Heroin genommen, aber genauso stelle ich mir das vor. Also, wenn deine Nicknacks schlimmer als Heroin sind, dann frage ich mich, wo du die Nicknacks her hast. Ja gut, die steht da halt jetzt in dem Gang. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Können wir die irgendwo hinlocken? Sie ist, glaube ich, wieder weg. Ich meine, wir können uns schnappen lassen, dann ist die halt wieder weg, ne? Für eine gewisse Zeit. Ist hier ein Lichtschalter drin? Auch nicht. Oh fuck, hier kannst du dich nicht verstecken. Wo ist sie? Wo ist sie? Sie ist hier, ne? Sie ist hier. Sie ist gleich vor der Tür. Ist hier irgendwas? Scheißspiel! Oh, das ist so beklemmt. Oh, hier. Gibbisch. Toid oder... Satellite B Broad. Das ist keine Sprache, ne? Das ist keine Sprache, glaube ich. Ich weiß aber, die Barbecue-Nicknacks machen echt süchtig. Nicknacks sind so oder so teuflische kleine Biester auf jeden Fall. Vom Kräuterhändler auf der Straße natürlich. Jetzt geht die halt wieder nach da, das ist kacke. Warte mal, hier war. Hier stand irgendwas. Hier stand gerade irgendwas, oder? Ich stand gerade unten E oder so. Da stand ich gerade E. Ach du Scheiße. Ist ein nices Game, du. Ich stand gerade irgendwas mit E. Auf meinem Tisch liegen auch welche. Ja, das stimmt allerdings. Ich warte mal, bis sie wieder rechts dran vorbeigeht. Dann wieder was, oder? Manchmal steht da. Ja, da steht manchmal eh. Da steht manchmal hier verstecken. Warte mal. Ich guck mal, ob ich es auslösen kann. Kann das sein, dass da drüben ein Bett steht, auf der anderen Seite? Habe ich durch die Wand durchgepackt. Hat uns halt gar nichts gebracht, jetzt sind wir wieder im Raum. Ja, zum Tanja! Diese Keinsprache ist übrigens Englisch. Scheiße. Ja, ich will die Käse morgen eigentlich nicht sehen. Boah, wie ekelhaft die aussehen. Bitte geh rechts. Oh ja. Fuck! Weil die Tür klemmte! Die Tür klemmte! Mann! Die ist so... Die kommt nicht durch! Scheiße! Die Tür klemmte! Was bist du für ein Lauch, dass du die schöne Gelenktür nicht aufkriegst? Ja, natürlich ist sie direkt in uns.
Na, Schatz. Natürlich ist sie direkt in uns. Ja, natürlich. Wow. Frau Pinsky. Ich habe mich so gut gehalten und ich komme nicht durch die Tür durch. Ja, ärgerlich. Was? Was? Jetzt klingelt hier ein Telefon. Through the switch. Bright light. Ja, hier geht doch gar nicht. Sie kommt schon wieder. Ja, das Ding ist, dass er uns immer den Tipp gibt, dass sie Licht nicht ab kann. Das Ding ist, dass ja hier nirgendwo Lichtschalter funktionieren. Zumal es hier nicht mal mehr Lichtschalter gibt. Gibt's halt keine Lichtschalter. Sie muss links lang, ne? Ja, genau. Links lang, damit wir weiter rechts können. Alter, dieses Game. Kali, willst du das nicht mal spielen? Ich glaube, das ist ein Spiel für dich. Wir sind relativ weit rechts schon. Das heißt, wenn es jetzt dran vorbeigeht, haben wir eigentlich Zeit, ne? Ich weiß halt nur nicht, wohin. Wenn wir wissen, wohin, können wir jetzt zielstrebig gleich. Sie ist hinter uns. Oder ist sie jetzt... Ist sie bei mir im Zimmer? Jetzt ist sie wieder rechts von uns. Rechts hinter uns. Absolut nicht. Okay, sie ist in der Nähe. Jetzt lauf den Gang schneller lang. Mein Gott, sie kommt halt auch noch rein, Digga. Sie kommt halt auch noch rein. Bist du eine richtig ekelhaft... Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie steht halt neben uns. Jetzt hier raus und wegrennen. Mach mal Licht aus. Kann ich nicht. Unter Bett kann ich keine Fotos machen. Und sie geht wieder rechts lang. Ist das eine ehrenlose Sau? Also das hat ja, also das ist ja echt schwierig. Muss ja nicht unter Bett sein. Aber warum sollte ich ein Foto von ihm machen? Meinst du, der Fotoapparat hat ein Blitzlicht und das verscheucht sie? Ja, eben. Jetzt ist sie wohl ganz woanders. Im schlimmsten Fall kann ich schnell in das Bett. Oh mein Gott! Du bist ein Genie, Digga! Ich kann keine Bilder mehr machen. Sie ist schon wieder da. Ich kann keine Bilder mehr machen. Oh mein Gott, okay, das lädt wieder auf. Das lädt wieder auf. Oh mein Gott, holy crap. 12th of April, 1996. James Bond 007, ey. Ab der letzten Sekunde. So shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Wir haben... Maybe try to move past everything and start over.
Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back, but with the help I'm married, I'll try anything to end this nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help, but I'm scared of how he'll react. Ja, anscheinend hat er es ja mit sich machen lassen, ne? Sie ist halt vor der Tür, diese Ehrenlose, ne? Ich habe Kamera im Anschlag, oder? Wir haben auf jeden Fall die Kamera im Anschlag. Hier haben wir irgendwelche komischen Testbilder. Oh, cool. Auf der Rückseite ist auch noch was. Was sehen wir hier, Leute? Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ein Mix aus einem Schmetterling und einer, keine Ahnung. Hier haben wir zwei Dinosaurier-Embryen von einem T-Rex. Ein Raumschiff aus Star Citizen. Der klassische Schmetterling. Das ist eine Gebärmutter. Wir müssen... Jetzt ist sie gerade weg, ne? Ich fange wieder an, Fotos zu machen, Alter. Oh, da ist aber ganz viel Blut in der Ecke, du. Und das war ein Dämon, kein Engel. Take a photo. I last long. Oh, okay. Okay, wir machen ein Foto. Die Dinos sehe ich auch. Geil. Zwei kleine T-Rex-Fotos. Hände. Gut, wir haben... Mein C ist im Anschlag. Da geht's nicht weiter. Da ist halt noch was ganz anderes, ne? Jubelabba! What the Scheiße! Was müssen wir machen? Die respawnt einfach direkt neben mir, Digga. Oh, jetzt. Wir können sie wieder bekämpfen. Was muss ich machen? Habe ich in dem Büro jetzt was übersehen? Muss ja, ne? Wir waren jetzt in jedem Raum, ganz vorne, durch die Tür kommen wir nicht durch. Okay. Ihre Beine fotografieren und im Internet als pervers verkaufen. Warte mal, ich glaube hiermit, ne? Irgendwas stimmt hier noch nicht, Leute. Irgendwas stimmt mit dem... Ah, alles klar. Na, du kleine Snitch! Ja! Scheiße, wa? Ich habe hier die Macht. Warum höre ich die jetzt da? Obwohl ich die da sehe? Da, da ist ein Brief. Die kann hier aber nicht... Kann hier aber nicht rein. Was haben wir hier? An die Mitarbeiter. Ich habe vernommen, dass sich viele von Ihnen über den fehlenden Zugang zum Empfangsbüro beschweren. Es wird weiterhin nur ein Schlüssel geben und dieser Schlüssel bleibt bei mir. Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich der Haustresor im Empfangsbüro und ich lehne es ab, jedem Zutritt zu gewähren. Wenn Sie Ihre Unterlagen abgeben müssen, schicken Sie alles in die Pathologie. Mr. Crave wird es Ihnen, wird es in Ihrem Namen einreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Thanas.